Was ab, Freunde des Internets? Willkommen zu der nächsten Folge von The Escapists. Das letzte Mal lief es echt schlecht für uns. Aber wir hoffen jetzt mal, die richtigen Gegenstände zu finden und mal endlich diese Scheißmauer da einzureißen. Und gucken wir direkt mal, ob hier jemand was verkauft. So, der Flo verkauft nur Schitte. Da kasst mich natürlich wie Sau nach der letzten Folge. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wer... Oh, Flo und Kevin hat es mit der Zellendurchsuchung erwischt. Dann quatschen wir noch so ein bisschen die Leute an. Haben wir irgendwelche besonderen Aufgaben? Mach Krawall. Oh, mach Krawall beim Morgenappell. Das sollten wir dann vielleicht auch noch machen. Aber dann schlagen wir den Dark, weil er eine Fotze ist. Er hat es einfach... Mann, was soll das denn? Nein, 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 nein! Meine Zelle wird durchsucht. Ah! Böse, böse. Nee, nicht böse. Böse. Böse, böse. Fuh. Ich darf es nur nicht vergessen, nachher wieder rauszunehmen. Und nicht abziehen. So, Folie. So, Dark, du Cock, du hast es einfach nur verdient, nach der letzten Folge einen auf die Nase zu kriegen. Und ab geht's zum Frühstück. Florian, was verkaufst du? Immer noch Shit. Hallo, hallo. So, wir sind schon fertig mit dem Essen. Und verpieseln uns mal direkt und gucken nochmal in die Zellen. So, in unserer Freizeitsperiode. Und erstmal sollten wir die Sachen aus dem Klo retten und unsere Sachen zurücklegen, weil nachher passiert das, was letztes Mal passiert ist. Wir sterben einfach und verlieren unser ganz geiles Zeug. Da haben wir ja keinen Bock drauf. So, wir brauchen Pfeilen, Klebeband und einen Crowbar. Gucken wir nochmal hier. Nein, nicht das Klo. Klebeband, perfekt. Ja, chill dein Leben. Magazin. Ja, Entschuldigung. Ja, nerv doch mal hier nicht. Ey, wirklich. Flo, hallo. Du solltest mal wieder eine bessere Meinung von mir kriegen, finde ich. Stufenleiter. Können wir mal einen anderen Job kriegen? Ich würde so gerne den Metalljob haben, aber da muss man die Leute verkloppen. Und ich weiß nicht, wie man mit einer Waffe da durchkommen soll. Wobei, Waffen? Wir haben ja unsere Waffe am Mann. Müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwann mal machen. Wir sollten noch mehr an unserem Leben arbeiten, weil je mehr Leben wir haben, desto eher passiert halt nicht das, was letztes Mal passiert ist. Sterben. Und wir drücken und wir drücken. Dum, badum, badum. Und noch einmal und jetzt schnell zum Mittagessen. Es muss doch noch jemand was verkaufen außer Flo. Das ist doch richtig sad story hier. Hier, ich schenke dir ein Buch. Besten Dank. Gern geschehen. So, ja, ich sollte vielleicht auch was zu essen mitnehmen. Ha! Meh. Also die Nummer mit Kevins Handcreme geht mir langsam echt auf den... Oh, hallo. Mein Gott, Fabs. Es ist doch echt lächerlich. Kevin. Ist alles erlaubt, dann machen wir jetzt schnell unseren Wäschereijob. Mit den Essen kann man auch immer sein, wie nennt man es so schön, seine Müdigkeit runtersetzen. Was dazu führt, dass wir einfach mal schönerweise bei einem Ausbruch, wenn wir graben müssen, können wir länger aushalten. Dann können wir uns einfach wieder Zeug nehmen, also was zu essen nehmen und dann können wir... länger graben, Hashtag graben. So, jetzt haben wir unseren Job erledigt. Hier haben wir den Flo, den müsste ich eigentlich einen auf die Nase geben. Ah! Aber ich komme da nicht rein, dafür bräuchte ich den glühenden Schlüssel. So, Gefallen haben sich erledigt. Wir brauchen Dark oder Handcreme. Na, da haben wir den Dark. Warum muss da jetzt ein Kopf sein?
Ja! Ich habe ihm gegeben, dem Pisser. So. Gefallen. Und noch ein Gefallen. Und fick dich, Alter. Fick dich. Hat keiner gesehen. So. Kevin, na, es läuft. Hofgang, wir sollten uns beeilen, bevor wir wieder einen auf den Deckel kriegen. Und ich möchte noch länger aushalten. Mehr Leben. So, dann können wir auch jetzt gleich wieder ein paar neue Gefallen annehmen. Aber erstmal müssen wir klicken. Und da dackelt schon wieder der Direktor. Voll zum Muskelprotz, Fabs. Oh, und dafür kriegt er direkt wieder einen auf der Nase. Ich könnte heulen vor Freude, ey. So schön. Hallo, so. Flo, Luxus-Toilettenpapier. Und Fabs hat immer noch Schitte dabei. Das nehmen wir mal mit. Ja, lüg doch nicht. Hast du gar nicht gesehen. Woohoo! Nein, hast du nicht. Na. Ah, Mann, du bist doch ne... Mann, du bist doch ein richtiger Cock, Alter. Kannst nicht mal verrecken. Ich schätze mal, ein Kissen ist leicht zu kriegen. Sie? Ha, so. Was? Nee, nicht. Ich will Tobi. Mann, ey, Flo, steh doch nicht mir immer im Weg, so. Ich schenke dir den Spachtel. Ich hoffe, das gefällt dir und du magst mich jetzt. Oder auch nicht. Ich mach dir so viele Geschenke, was machst du mich nicht? Fällt es nicht auf? Alter! Ah, ist dann doch mal aufgefallen, dass Fabs mal wieder... Oh, danke, du hast eine Gratisschaufel. Eine Gratisschaufel. Geil! Wir haben schon mal eine Schaufel. Damit können wir auf jeden Fall in dieser Folge schon mal was machen. Das steht außer Frage. So, ich meine, der eine hier wollte doch ein Kissen. Das ist doch einfach zu bekommen. Das kann man doch einfach vom Bett nehmen, oder nicht? Sag ich ja, so. Wer wollte noch mal ein Kissen, Freunde? Andi. Hi, Andi. Du wolltest ein Kissen. Viel Spaß damit. Von K. Okay. Tom. Medizin. Nehmen wir das mal an. Dark tue ich gar keinen Gefallen. Fernbedienung. So, Andi, was verkaufst du? Oh, die Medizin können wir gebrauchen. Und den Schraubenzieher auch. So. Das geben wir dann schon mal dem Tom. Der freut sich. Oder auch nicht. Was war meine Aufgabe? Oh, von einem Officer. Das machen wir dann nicht. Das ist mir zu blöd. Andi hatten wir. Tobi. Tobi verkauft auch Sachen. Oh. Egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal sehr gute Sachen bis jetzt bekommen. Wer wird durchsucht? Sven und Andi. Alles Klärchen. So, perfekt. Wir haben schon mal unser ganz geiles Zeug, was wir mittlerweile haben, gesichert. So, Zahnpasta, Toilettenpapier, das sind so Sachen, die wir vielleicht mal verschenken sollten oder so. Das nimmt ja nur Platz weg. So. Wie kommen wir durch die Wand? Warten wir jetzt erstmal den Morgenappell ab. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, wie wir trotzdem durch die Wand schon mal versuchen könnten, durchzukommen. Einen Kamm kann ich dir besorgen, den gibt's hier an jeder Ecke. Wer wird durchsucht? Andi und Tobi. Flo, das ist auch eine. Ein seidenes Taschentuch ist auch immer recht gut aufzutreiben. Ich verschwinde schon mal und suche in den Zellen nach Zeug. DVD. Nein, aber man kann aus dieser Batterie, die brauchen wir, kann man einen elektrischen Schraubendreher machen. Das ist auch eine richtig coole Sache. Ah, eine Feile. Cool. Snacken wir uns natürlich auch gleich. So. Schreibtisch von Tobi.
von Saugglocken, gleich zwei Stück. Schnell zum Frühstück, wir kriegen eh schon wieder Ärger. Wetten. Ja, ich höre schon wieder Schlägereien, ey. What the fuck, was ist das? Nagelfegeset, ne, so ein... Sonnenblödsinn brauchen wir nicht. Kevin! Hier, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Kamm. Ein seidenes Taschentuch für Flo haben wir noch nicht. So, das mit dem gucken wir gleich. Schnappen wir uns auch was zu essen und setzen uns dazu. Hallo. Klar, das können wir machen. Unruhe während des Duschens. Fabs verkauft auch Gegenstände. Nee. Wobei wir Klebeband eigentlich immer gebrauchen können. Nur das ist... Ja doch, komm, wir haben so viel Geld. Snacken wir uns das ganze Zeug. So, Sven. Ich habe zu viele Aufgaben aktiv. Ich wünschte, ich hätte mal Handcreme, ey. Also wirklich, Kevin. Deine Handcreme. Aua, what the fuck? Dark, du bist eine Fotze. Hier, guck mal, Officer, guck mal. Aua. Gib ihm hart. Haha. Quatsch. So, gehen wir mal kurz in unsere Zelle. So, wollen wir jetzt erstmal gucken. Schraubenzieher und Dingens. Nichts passiert. Immer noch nicht. So. Also. Ich habe das auf jeden Fall jetzt nicht nachgeguckt. Drei weitere Intelligenz, aber wir wollen den haben. Eindeutig, eindeutig. Oh, ich liebe diese Musik in dem Spiel, die ist echt herrlich. So. Plim. 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 Ah! Awesome. Geil. Cool, 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 wirklich. So. Wir könnten... Wir brauchen noch eine Pfeile und einen Crowbar. Suchen wir das dann noch? So, das seidene Taschentuch für den Flo haben wir gefunden. Ach, Kevin. Ah, Flöchen, hallo. Hier, viel Spaß damit. Eine Pfeile. Cool. Du bist mein Held! Und wir schaffen viel. Ja. Woo! Schmeiße ich auch noch kurz weg in unseren awesome vollen Schreibtisch. Und Flo und Fabs. Also wirklich, egal in welchem Kampf in diesem Spiel, Fabs ist involviert. Ach, langweilig, interessiert doch keinen. So, gehen wir kurz arbeiten zu unserem awesome Wäschejob. Keks. Oh, 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 Schlägerei. Sogar mal von Leuten, die nicht Fabs heißen. Im Klo wird sich oft gekloppt. Es geht. Die gucken wir uns doch gerne an. Ein Hammer. Klebeband. Klebeband und noch eine Pfeile. Oh cool, dann können wir uns eine noch bessere Cutter machen. Einen noch besseren. Hallo. Nee. Tobi. Es läuft, Bro. Ach man, warum entbrost du dich? So, ab geht's zum Hofgang. Ups, da müssen wir ja noch weiter runter. Flo, du verkaufst wieder Gegenstände. Und du hast noch eine Pfeile. Ja! Nein, das ist Cubano Pate. Pate. Hallo. Ah, macht doch schon gleich viel mehr Spaß, wenn es gut läuft. Und jetzt geben wir wieder richtig Power und gucken gleich mal, was wir so dabei haben. Wenn wir mehr als 20 Leben haben, schaffen wir es sogar in den Gewehr.
21 schaffen wir es, einen Gewehrschuss zu überleben. Oha. Richtig krasse Sache so. Hallo. Schlaftabletten. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Hat sogar keiner gemerkt. Und jetzt duschen wir. Und hier soll ich Ärger machen. Ah, ich will nicht sterben. Oh, es wird immer besser. Geil. Geil, 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 geil. So, wir haben eine Kelle, Cutter und einen elektrischen Schraubendreher. Damit sind wir ziemlich gut aufgestellt, würde ich sagen. Ist jetzt die Frage, warten wir auf den Crowbar oder machen uns eine richtige Schaufel? Weil ich weiß nicht, ob man zwischen Schaufel und Keller eben halt unterscheidet. So. So, Fernbedienung. Alter, noch eine Pfeile, auf jeden Fall. Alter, ich dachte schon, der schlägt mich. What the fuck? Wir haben eine Brechstange! Alter, es wird immer besser! Geil! Alter, richtig harte Schlägerei. Ihr habt uninteressantes Zeug dabei. So, dann gehen wir mal schnell in unsere... Ohne Spaß, den Tag müssen wir unbedingt speichern. Wir haben so viele coole Sachen gekriegt, die uns jetzt weiterhelfen. Wir nehmen jetzt... das rein. Das rein. Und gucken, was passiert. Nein. Oh mein Gott, Minecraft. Yay. Von Minecraft. Wir haben endlich eine Spitzhacke. Oh, ich bin so happy. Abendessen. Gehen wir zum Abendessen? Doch, wir sind heute noch nett. Wir müssen... gucken, dass wir heute nicht geschnappt werden oder sterben. Ich will diesen Fortschritt speichern. Und vielleicht haben wir ja... Ups, noch ein, zwei Aufgaben. Vielleicht die vom Sven. Na, das ist mehr so mild, was hier so angeboten wird. Immer noch diese Handcreme. Das macht mich fertig, ey. Also... Das macht mich fertig. Aber es war echt gut, dass wir so viele Gefallen gemacht haben und auch so viel Geld verdient haben, weil heute konnten wir alles ausgeben. Okay. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss jetzt unbedingt probieren, mal was zu machen. Die Bettlaken kann man schönerweise hier so vorhängen. Und wir schnappen uns jetzt mal unsere Spitzhacke. Und das Poster. Und haken wir uns jetzt mal kurz durch die Wand. Keine Cops, 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 keine Cops. Keine Cops. Ja! Ups. Ah, unsere Spitzhacke ist fast fertig mit der Welt. Das ist natürlich blöd. Poster. Kann man das da nicht wieder hinsetzen? Oder geht das mit Linksklick? Mit Linksklick, ja. Auch wenn man hier... Ja. Gut. Ich glaube, wir versuchen... Ja, das werden wir versuchen. Wir versuchen... erstmal wieder das hier abnehmen. Wir schnappen uns mal auch noch die Pfeile. Bauen uns noch so ein Teil. Schnappen uns dann mal so ein Metallblech und gucken mal, ob es wirklich einen Unterschied zwischen Schaufel und Kelle gibt. Ach, dafür brauchen wir noch Klebeband. Was wir schon gar nicht mehr haben. Unglaublich, wir haben echt so viel Klebeband verballert. So, Freunde, ihr liegt hier gerade so schön rum.
Ach, langweilig. So. Einfach den Abendappell überleben und ich bin happy. Wirklich. Hab ich's verpasst? Ihr labert nur Scheiße. Oh oh. Oh oh. Ich will nicht sterben. Das ist nicht böse. So gehen wir es durch. Nicht böse. Die ist noch böse. Das Seil. Gott, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht! Speichern. Bitte, nicht ich. Ah! Geil! Geil, 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 geil. Boah, geil. Gehen wir kurz frühstücken und dann durchsuchen wir noch mal ein paar Tische. Und dann, wenn wir wieder ein bisschen Freizeit haben, möchte ich gerne versuchen, ein bisschen zu graben. Ich würde nämlich versuchen, von der Stelle, wo wir jetzt da sind, einen Tunnel zu graben, um erstmal, weil ich glaube nicht, dass wir so schnell noch mal an eine, wie heißt es hier, Brechstange kommen. Ansonsten, ich muss mal hier eine der Aufgaben annehmen mit den Keksen oder so, damit wir mal ein paar neue kriegen. Flo, was verkaufst du? Oh, Klebeband, das könnte ich echt gut gebrauchen, aber ich habe kein Geld. Heißt im Klartext, wir suchen dann jetzt mal schnell nach Handcreme, Kevin. Mann, ey, geh mir doch mal nicht auf den Sack da, Alter. Geh doch einfach weg. Geh weg. So, was man auch machen kann, man kann hier einen Luftschacht aufmachen, aber ich weiß leider noch nicht genau, wie man so einen Fake Vent macht. So. Sonst schnappen wir uns das einfach und buddeln schon mal. So, wir schnappen uns die Kelle. Ich würde sagen, wir buddeln hier. Ja. So, wir haben es fast geschafft. Also hier ist man echt sehr gut gedeckt. Also das finde ich schon echt gut. So. Hier müssen wir auch weiter graben. Wir brauchen aber bald so einen Stützbalken. Mittagessen lassen wir jetzt mal ausfallen. Mal gucken, ob das geht. Oder ob wir da nicht irgendwie auf einen Stein stoßen oder so. Oh, nein, 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 nein. Sehr gut. Gut. So, jetzt müssen wir nur mal kurz den Dreck loswerden. So. Und jetzt sieht man auch, dass wir sehr hohe Müdigkeit haben. Deswegen haben wir, wenn wir wirklich ausbrechen... Ja, Entschuldigung. Das Essen. Fabs ist auf dem Boden. Schnell. Ja! Danke, Fabs. Also wirklich, die Kellen kann ich sehr gut gebrauchen. Schlagring. Cool. Aber wir haben schon eine ziemlich epische Waffe. Kelle ist verboten. Die müssen wir schnell wegbringen, bevor wir unseren Job machen. Tata, ich denke dran. Wir sind immer noch dabei, unseren Job zu machen. Und schon wieder auf die Nase. Oh, ich habe so ein komisches Kribbeln in der Nase. Und das war warum, ja. So, wir schnappen uns ein bisschen was zu essen. Den Cutter brauchen wir. Ja, und wir brauchen die Schaufel. Und die hier brauchen wir.
Oh Mann, ich bin aufgeregt. Wir werden sowas. Okay, tagsüber sollten wir das nicht versuchen. Ja, okay, ich glaube, da haben wir jetzt um ein, zwei Sachen schon verloren. Guck mal kurz nach. Ja, okay. Aber so die wichtigsten Sachen haben wir behalten. Das ist das Wichtigste, zählt, und ich würde sagen, belassen wir es erstmal bei diesem kleinen Versuch.